Hi Leute! Heute ist wieder mal Mittwoch und es gibt ein neues Video auf diesem Kanal. Und zwar geht es heute wieder um Bildbearbeitung und ich zeige euch, wie ich meine Bilder im Urlaub nur mit dem iPhone, mit der App Snapseed bearbeite. Los geht's gleich nach dem Intro! Ich gebe euch nun hier meinen Bildschirm frei. Ich starte hier mal die App Snapseed und wir suchen uns hier mal ein cooles Bildchen raus, das ich bearbeiten kann. Wo habe ich es hier? Dieses Bild hier soll es sein. So, ich wähle hier oben auf Auswählen und schon öffnet sich das Bild. Ich kann dann das in Querformat kehren, damit ich das ein bisschen besser sehe. Und dann kann ich hier unten rechts auf den Stift klicken. Hier gibt es dann verschiedene Filter. Diese nutze ich weniger und wenn schon, dann nur am Schluss. Dann wähle ich hier die Feinabstimmung, um das Ganze zu bearbeiten. Kann ich hier auf automatisch oder Foto von oben nach unten wischen, so, dann seht ihr, dann kommen hier die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten, hier im Kontrast und wenn ich dann von rechts nach links wische, dann geht das rauf oder runter. Ich lasse mal den Kontrast etwa so auf diesem, dann wische ich hier wieder die Spritzlichter, die möchte ich ein wenig aufhellen, so, und dann ein bisschen Wärme hinzufügen. So, und dann gehen wir da noch in die Schatten. So, die können wir noch ein wenig aufhellen. So, und wenn ich dann hier auf OK klicke, auf diesen Haken unten rechts, dann übernimmt es mir das. Dann gehen wir hier auf die Details. Hier ein bisschen schärfen. Nicht zu viel und dann können wir hier noch weitere Sachen machen, zum Beispiel zuschneiden, das Bild drehen, das Bild transformieren, mit einem Pinsel malen, selektiv reparieren und eine Vignette reinfügen und neu, was auch sehr cool ist, das zeige ich euch jetzt gleich, ist hier einen Text einfügen, dann kann ich hier auswählen, welchen ich nehmen will, nehmen wir mal diesen hier und klicken wir hier drauf und schreiben hier zum Beispiel meine Markus. Ups. Starten wir das nochmal. So, tippen wir das so ein. Und noch die Webseite. Das soll hier auf dem iPhone nicht, doch auch relativ einfach. So, und dann klicken wir auf OK. Et voilà, schon haben wir ein cooles Logo drin. Ich kann jetzt hier draufklicken und das Ganze verschieben oder es hier noch runterskalieren. Mit beiden Fingern zusammendrücken, dann kann ich das hier unten schön in die Ecke platzieren. So, und dann mit OK speichern. Klicke ich hier oben auf Speichern, dann kann ich es speichern, dann speichert es mir hier das Original. Ich kann eine Kopie speichern oder ich kann es als JPEG exportieren. Ich nehme jetzt hier einfach mal Kopie speichern und schon wird es mir gespeichert.
Ja Leute, so viel zu der App Snapseed. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und weitergeholfen. Wenn ja, teilt es doch mit euren Freunden, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert hier oben meinen Kanal. Und wir sehen uns wieder in einer Woche. Bis dahin, tschüss!